غرباء غرباء غرباء. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben und uns zu denjenigen gehören lassen, die immer wieder an sich immer wieder ermahnen mit dem Höllenfeuer und mit dem Paradies und mit dem Leben nach dem Grab. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns, um uns beizubringen, wie wir unseren Iman stärken, weil viele Leute fragen immer, ich habe einen schwachen Iman. Und es gibt viele Wege, den Iman zu stärken, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab uns einen goldenen Ratschlag. Er sagte, Akthiru, wovon min hadhi min ladhat, spricht viel und gedenkt viel an dem, der alle Genüsse zerstört, an den Tod. Und der Tod, alles was danach ist. Der Tod und alles, was danach ist. Der Tag der Auferstehung. Der Tod, ab dem Tod ist Tag der Auferstehung. Wenn man mat, faqad qamat qiyamatu. Derjenige, der gestorben ist, seine Qiyama hat schon angefangen. Sein Yom al-Qiyama, dein Yom al-Qiyama, beginnt der Tag der Auferstehung für dich, beginnt mit dem Moment, wo du stirbst. Dann beginnt der Tag der Auferstehung für jeden Einzelnen. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallam, gedenkt diese Sache. Dem Tod. Weil mit dem Tod ist was? Tod ist alles. Die Strafe im Grab, Tag der Auferstehung, Jannah, Jahannam, alles ist da drin. Gedenkt dem Tod. Und deswegen, als der Prophet Muhammad sallam am Grab stand mit den Sahaba, er sagte, فَلِي مِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّ. Als jemand reingelegt wurde ins Grab, er sagte, seht ihr das? Seht ihr diesen Zustand, wo er ist, dieser Tote? Da, wo wir alle wohnen werden, da, wo wir alle reingesteckt werden, in dieses Loch am Boden? فَلِي مِثْلِ هَذَا. Für diesen Augenblick, für diesen Zustand, wo du danach, wo dein Weg deutlich wird, Jannah oder Jahannam, für dieses bereitet euch vor. Für diesen Augenblick, für den Augenblick, dass du in dein Grab gelegt wirst und danach wird dir ein Fenster geöffnet zum Jannah und ein Fenster geöffnet zu Jahannam und du siehst es mit deinen eigenen Augen. Am ersten Tag, im ersten Augenblick, in der ersten Stunde im Grab. Und wir werden alle bei dem Grab sein, egal ob du 10 Jahre lebst oder 50 oder einen Tag. Und wir sollten immer an diese Sache uns erinnern und ermahnen lassen, so wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam manchmal sich ermahnt, er eine Sitzung gehabt hat mit den Sahaba radiallahu anhum, immer wieder und sie immer wieder ermahnt hat und gewarnt hat vor der Strafe des Höllenfeuers.
تحمي الجبال غرباء ونور.